etwas mehr sogar in Tokio waren, haben wir uns entschieden, also nicht erst heute spontan, sondern schon im Voraus, dass wir nochmal einen kleinen Roadtrip machen wollen. Und zwar haben wir uns bei Nissan ein Mietauto genommen und haben, wie damals, als wir in Okinawa waren, einen blauen Nissan Note, was ziemlich nostalgisch ist, finde ich. Und da unser Hotel nicht weit weg von Akihabara war, haben wir unser Mietauto in dem Nissan Rent-A-Car Shop geholt, der in Akihabara im UDX, also in einem sehr großen Parkhaus, unten drin ist. Was ziemlich witzig ist, weil man dann direkt aus dem Parkhaus sozusagen sein Auto holt und dann dort losfährt. Max meinte aber gerade, wenn man noch nie in Japan Auto gefahren ist, ist es nicht zu empfehlen, weil Ausfahren aus Tokio, gerade in Akihabara, ist wohl nicht so spaßig. Ist ein bisschen witziger. Ja, ich bin ganz froh, dass ich nicht Auto fahren muss. Max macht das schon. Und wir sind heute auf dem Weg nach Gunma. Raststätte und ich dachte, das ist für euch vielleicht auch mal ganz interessant, denn so eine Raststätten sind schon ein bisschen anders als in Deutschland. Es ist meistens so, dass man hier super frisches Essen bekommt, sehr viel Auswahlmöglichkeiten hat, es auch eine Art Kombini hier immer gibt und es ist nie so, dass das Essen teurer ist wie zum Beispiel an deutschen Raststätten. Die Preise sind hier vollkommen normal und die Raststätten sind teilweise halt echt riesig, was die Parkplätze angeht. Und ich wollte euch auch noch mal kurz unseren Nissan Note ein bisschen zeigen. Fahrzeit sind wir jetzt so gut wie angekommen. Da wir aber noch über anderthalb Stunden Zeit haben, bis wir in unser Hotel einchecken können, machen wir jetzt noch eine kleine Secondhand-Shopping-Tour. Wir sind jetzt schon beim ersten von mehreren Hardoffs bzw. Off-Häusern. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Wer das kennt, weiß, was das ist. Es ist eigentlich ein riesiger Secondhand-Shop, in dem es wirklich alles gibt. Und später werden wir auch noch zu zwei Up-Garage-Läden fahren. Dazu habt ihr gestern schon ein Video auf Max seinem Kanal gesehen. Ja, ja, und hier ich verlinkt. Ja. Oder da, ich weiß nicht. Wo ist mal die Hier, hier. Ah. Da, da verlinkt. Verlinkt. Genau, und ja, wir gehen jetzt erstmal rein. Shoppen oder Secondhand-Shoppen eher und auch einer guten Mahlzeit in einem Family-Restaurant sind wir jetzt so gut wie da. Also wir sind noch eine halbe Stunde ungefähr weitergefahren und zwar ist unser Zielort Ikaho. Das ist ein kleiner Ort in Gunma und wir checken dort in ein relativ uriges japanisches Hotel ein. Glauben wir zumindest. Von den Bildern her sieht es auf jeden Fall so aus. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Hotel dann wirklich aussieht. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen und es ist super urig, super urig. Ich zeige euch jetzt gleich einfach ein paar Aufnahmen von dem Zimmer, von der Lobby. Ich sage nur so viel zu dem Hotel. Wir haben kein Internet im Zimmer, es gibt nur Internet in der Lobby. Es ist ja alles sehr japanisch, aber japanisch, keine Ahnung, 70er gefühlt. Man könnte sagen, das hier ist das Budget von Budget. Ja. Aber dafür bezahlen wir auch recht wenig. Also es ist wirklich, wir haben auch das kleinste Zimmer in diesem Hotel, was man haben kann. Es ist wirklich Budget von Budget von Budget. Ja. Schaut es euch einfach an. Viel Spaß. Thank you.
Ich denke, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick von dem Hotel bekommen. Es ist wirklich super 70er Jahre Japan, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich wollte auch nochmal dazu sagen, dass wir wirklich Budget vom Budget haben. Das bedeutet, unsere 3 Nächte hier in diesem Hotel kosten so viel, wie laut Google eine Nacht im Durchschnitt in diesem Hotel kostet. Also unser Zimmer ist mal wieder sehr klein. Aber in Ordnung. Es ist größer als in Tokio. Man kann den Koffer wenigstens irgendwo hinstellen. Ja, das Hotel in Tokio haben wir euch einfach nicht gezeigt, weil es einfach viel zu klein war, um irgendwie irgendwas Tolles davon zu zeigen. Wir haben das hier über Booking.com gebucht, keine Werbung. Aber halt auch in so einer Angebotswoche. Richtig. Wahrscheinlich wollte dieses Zimmer einfach irgendwie keiner haben. Ja, das kann gut sein. Aber es ist halt an sich schon super günstig. Ja, und das ist, denke ich, auch eine sehr coole Erfahrung, einfach mal hier in so einem Hotel zu sein und ja, so komplett was nicht Westliches zu haben. Und das Hotel ist genau am Fuß von der Studierstrecke. Aha, das interessiert auf meinem Kanal wahrscheinlich nicht so viele Leute, aber okay. Ja, und du machst auch ein bisschen Anime-Content, Initial D, gucken, wer es noch nicht geguckt hat. Und jetzt kannst du auch drüber. Ja, und damit würde ich das Video an dieser Stelle auch beenden. Wir haben jetzt noch ein bisschen andere Videos zu schneiden, Videos hochzuladen. Und von daher freue ich mich, euch morgen in dem Video bei Max wiederzusehen. Und bis dahin, ciao.